Hallo meine lieben Stierbabes, wie geht's euch? Ich hoffe, alles gut bei dir. Herzlich willkommen zu deiner Legung. Diesmal, was möchte dir dein spirituelles Reich mitteilen? Was kommt auf dich zu? Ist eine zeitlose Botschaft. Wann immer du diese Legung hier findest, ist sie für dich gültig. Ja? Für alle mit dem Sternzeichen Stier, Aszendent Stier, Mondzeichen Stier oder Venus Stier, wenn du eines dieser vier Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir die Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal eingeschaltet hast, ja dann hallo und herzlich willkommen, du liebe Seele. Ich begrüße dich von ganzem Herzen. Wenn dir allgemeine Tarotkartenlegungen noch nicht vertraut sind, dann bitte ich dich unten in der Infobox, dir alle wichtigen Informationen zu entnehmen. Wenn dir das aber schon vertraut ist, du einfach mich bisher nur noch nicht kennst, ja dann entspann dich, lehn dich zurück, wir beginnen gleich. An dieser Stelle möchte ich kurz eine kleine Kooperation vorstellen mit diesem wunderschönen Kartendeck von Let Go Flow. Unten in der Infobox sind die Informationen dazu. Ja, falls du es dir erwerben möchtest, kriegst du auch mit dem Code Sonnenherz 5% Ermäßigung. Ja? Okay, dann würde ich sagen, alle anderen Decks sind auch unten angeheftet in der Infobox. Wenn du bei mir eine private Sitzung oder energetische Begleitung buchen möchtest, unten in der Infobox www.sonnenherztarot.de findest du meine Webseite. Und ich würde sagen, wir starten für meine lieben Stierherzen. Was möchte dir das spirituelle Reich mitteilen? Welche Botschaften? Da kommen gleich zwei Karten hintereinander. Wir haben den Stern und den Pagen der Schwerter. Okay, es wird sich hier ein Traum verwirklichen. Könnte hier aber, wenn es hier ein beruflicher Wunsch, beruflicher Traum ist, hat es hier was mit Papierwork, ja, Papierarbeit noch zu tun oder es fehlen dir noch gewisse Informationen für euch. Ich glaube, für einige von euch ist es so das Gefühl, oh mein Gott, das kann irgendwie nicht wahr sein. Ihr könnt es noch gar nicht begreifen, weil der Page der Schwerter hier auch mit durchkommt. Ja, glaube hier wirklich an dich selbst. Ich habe das Gefühl, du bist gerade auf dem Weg, du bist gerade dabei, deinen Traum hier zu erfüllen oder dass sich dein Traum sich hier erfüllt. Aber das bemerkst du nicht. Für andere kann es hier eine rechtliche Situation sein, weil ich einfach den Pagen der Schwerter hier mit drin habe, muss ich es auch erwähnen. Und es kann einfach sein, dass es sich hier lösen wird. Also diese Situation wird hier ein gutes Ende für dich nehmen. Ja, also endlich kommst du aus dieser schwierigen Situation heraus. Nimm das mit, was mit denen Resonanz geht und lass den Rest weiterziehen. Es ist eine Kollektivlegung. Deswegen spüre ich hier einfach mehrere Energien. Aber das, was dich erreichen soll, wird dich erreichen. Und auch das ist für dich eine Wunscherfüllung, wenn diese gerechtliche oder rechtliche Angelegenheit hier schon etwas länger läuft, dass es endlich hier zum Ende kommt. Also ich spüre hier eine Erleichterung, die auf dich zukommt. Ja, Stier. Sehr schwertlastig. König der Schwerter. Mhm. Meine lieben Stierherzen, der König der Schwerter, der kommuniziert immer klar, was er will. Er bleibt sich selber treu und seinen Prinzipien. Und das ist auch für diejenigen, wo die gerichtliche Angelegenheit war, du bist dir selber treu geblieben, deinen eigenen Prinzipien. Du bist hier standhaft geblieben und dementsprechend hat das Ganze sich auch aufgelöst. Ich sehe auch, dass du hier durch deinen raffinierten Verstand und natürlich auch dazu beigetragen hast. Ja? Allgemein sehe ich, kannst du dich immer auf beiden Seiten reinversetzen. Du kannst auch sehr objektiv handeln hier als König der Schwerter. Ich sehe auch, dass deine Weisheit, deine innere Stärke hier zugenommen hat, aber auch, du wirst hier respektiert. Ja? Ich habe das Gefühl, für einige von euch, ihr nehmt hier eine neue Position in eurem Leben ein. Irgendwie kommt das hier durch, wo ihr mehr respektiert werdet, weil ihr euch mehr selber respektiert. Also der innere Spiegel wird euch auch im Außen hier gezeigt. Ja, auch weil du dich, für einige höre ich, traue dich mehr in die Kommunikation zu gehen. Vielleicht warst du da in der Vergangenheit ein bisschen zurückhaltend, hier für dich einzustehen, für deine Wünsche, für deine Träume, für deine Umsetzungen bleiben. Präsentiere, nutze mehr deine Stimme. Ist das, was hier durchkommt. Nutze mehr deine Stimme. Stier. Ja, ich sehe hier, du kommst aus schwierigen Zeiten heraus. Auch für einige spüre ich ganz stark mental. Ja, es hat dich, diese Schwierigkeiten waren mehr in deinem
in deinem Kopf, mentale Schwierigkeiten, Herausforderungen, Hindernisse, so habe ich das Gefühl, negative Gedanken, negatives Self-Talk, ja, solche Dinge ist das, was ich hier spüre. Aber auch hier, dass du klar dich ein bisschen befreist, du bist kein People-Pleaser mehr, du wirst hier respektiert, du kannst besser deine Grenzen setzen und auch diese vermitteln, ist das, was ich spüre, insbesondere hier mit dem 5 der Schwerter. Ich mache diesen Bullshit nicht mehr mit, nicht mit mir. I'm not everybody's darling, ja, also du biegst das hier so durch, nicht interessiert. Du löst dich hier auch von Abhängigkeiten. Ja. Ja, das, was ich sehe. Ich sehe hier Leichtigkeit. Dann haben wir hier den Eremiten, deine innere Weisheit. Habe ich nicht schon vorher gesagt, das, was ich hier gespürt habe, auch mit dem König der Schwerter. Dein innerer Spiegel und dein, wird dir jetzt auch im Außen gespiegelt. Und auch diese innere Weisheit, auch dieses, dass du dich jetzt hier spirituell weiter entfaltest, mehr deinen Weg gehst, mehr zu dir findest. Das ist alles, was jetzt gerade hier so passiert. Und wenn es auch heißt, dass du eine Zeit lang alleine sein musst und dass du weniger Menschen um dich herum hast, nur weil, es heißt ja nicht, heißt ja nicht diese... Die Qualität der Menschen ist sehr wichtiger, die um dich herum sind, der Energieaustausch. Du achtest, welche Energien du in dein Reich eindringen lässt und alles andere, du brauchst keine Quantität, ne? Du brauchst keine halbherzigen Freundschaften, du brauchst keine Menschen, dich mit Menschen zu umgeben, die nicht denselben Vibe wie du haben, die nicht auf derselben Schwingung sind wie du oder einfach, ja, sag ich mal, andere Interessen auch haben, ja, andere Interessen haben und eigentlich, ja, du hier nur aus Höflichkeit irgendwelche Freundschaften, Dinge aufrechterhältst, aber letztendlich euch gar nichts mehr gemeinsam hier verbindet. Und ich sehe, du hast auch keine Angst vor dem Alleinsein, alleine etwas zu schaffen, aber auch das Gefühl hier, mehr in die Unabhängigkeit spür hier, mehr in die Unabhängigkeit kommst du hier rein. Du gehst mehr deinen eigenen Weg, du findest mehr dein eigenes Ding. Das ist so ein bisschen, was ich hier spüre, okay? Dann haben wir hier noch die 4 der Kelche. Ja, es ist manchmal traurig. Manchmal hält man einfach noch so ein bisschen fest mit dem 4 der Kelche. Vielleicht hast du auch das Gefühl, wenn etwas nicht so klappt, dann ist eine andere Tür, die da für dich offen steht. Aber mach dir hier, lass dich nicht enttäuschen. Lass dich nicht enttäuschen. Ich habe das Gefühl, es kommt hier was auf dich zu, auf einem anderen Weg wird es hier zu dir finden. So wie du es dir gar nicht erhofft hast. Nicht immer läuft alles so, wie man es sich zurechtlegt im Kopf nach Plan. Sei offen, öffne dich mehr. Ja, und auch vielleicht fällt es dir hier schwer, dich komplett davon zu lösen, weil du einfach noch sehr viel Mitgefühl für diese Person oder diese anderen Menschen hast. Ja, du bist ja kein alter... Was hat das mit dem Alter zu tun? Aber du bist kein alter Eisklotz, ne? So eine Person, die verbittert und die kalt ist dann, ne? Nee, das bist du nicht. Du hast immer noch dieses Mitgefühl, aber es fällt dir ein bisschen schwer, spür ich hier, in dieser Energie vom König der Schwerter zu bleiben, in dieser Energie von, ich respektiere mich und meine Grenzen und ich lasse es nicht zu, egal wie sehr ich die andere Person mag, dass diese meine Grenzen überschreitet. Ja, das mache ich einfach nicht mehr mit. Und ja, da ist einfach noch ein bisschen so ein Zwiespalt. Und das ist auch hier mit den 2 der Schwerter ganz schön dargestellt. Du weißt, es geht nicht anders, aber andererseits würde es auch am liebsten wegschauen. Wieso erkenne ich es jetzt? Wieso sehe ich gleich durch die Fassade hindurch? Ne? Kann ein Fluch und ein Segen sein. Aber nimm es bitte als Segen, weil du kannst dich dadurch besser schützen, in der Zukunft, in der Gegenwart und du hast einfach sehr viel gelernt aus der Vergangenheit. Das zeigt mir, dass du dich hier weiterentwickelt hast, weiter gewachsen bist. Stier.
nachdenken. Ja, du bist sehr, also sehr in der mentalen Energie, sehr schwertlastige Energie. Kann auch sein, dass du was mein Waage-Zwilling hier noch als Placement hast. Muss aber nicht sein, aber ich sehe hier wirklich sehr stark hier im Nachdenken. Die 444 könntest du öfters sehen. Ich habe das Gefühl, das ist dieses Für und Wider, dieses Abwägen. Habe ich das Richtige getan? War ich doch nicht zu hart, ne? Es ist schwer, da diese Mitte zu finden, diesen goldenen Weg. Aber du befindest dich gerade hier in einer erneuernden Phase. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt in deinem Leben. Und dann wird sich dein Umfeld ändern, können auch die Menschen und die alten Situationen nicht mitgeschleppt werden. Weil ich sehe, dass du dich rundum erneuerst. Ja, du bist... Ja, hier ein anderer Mensch geworden, andere Energy spüre ich hier bei euch, meine lieben Stierherzen, ja, also wir sehen hier das Fatum, etwas, was in deinem Schicksal geschrieben ist, interessanterweise kommt hier zweimal die 1717 und ich spüre, die Energie sind gleich, du siehst es vielleicht noch nicht kommen, aber was in deinem Schicksal geschrieben ist, wird jetzt eintreten. Ich habe das Gefühl, du fängst an, mehr und mehr deinen Seelenweg nachzugehen, dies auch mehr zu verkörpern. Aber auch ist es wie eine Wunscherfüllung, Heilung auch das. Es ist etwas, was durch dir fließt und was du jetzt hier wieder aktivierst. Stier. Ich liebe eure Energie, Stier. Ne? Geh weiter. Bleib nicht stehen. Du bist in der Erneuerungsphase. Geh weiter. Lass los. Verschwende nicht weiter deine Zeit. Du hast Besseres verdient. Ja, du hast es oft genug in einer Situation probiert, es geht einfach nicht mehr. Ob es in einer Liebesbeziehung ist, ob es hier in einer Freundschaft ist, ob es hier familiäre Situationen zu tun hat, es geht nicht mehr. Diese Verbindung belastet dich. Geh weiter, geh deinen Weg. Lass dich nicht weiter aufhalten, meine lieben Stierherzen. Und hier hinten haben wir Lachen. Bravo, du hast es soeben, deine Vibes erhöht. Nicht alles so ernst nehmen. Don't worry, be happy. Das ist auch diese nachdenkliche Energie. Ja? Don't worry, be happy. Mit Nachdenken, mit deinem Hirn zermattern, wirst du da nicht weiterkommen, außer wenn du dir Sorgen machst. Es ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, bist du auch hier zwischen Lachen und Weinen, ja, weil du hier alte Emotionen gerade dabei bist, diese loszulassen, die immer wieder hochkommen, aber du auch die Leichtigkeit spürst. Ich spüre hier wirklich so ein Hin und Her gerade in deinen Gefühlen. Es ist auch eine schwierige Zeit. Im August fängt der rückläufige Merkur an, am 5. August. Wir hatten den Vollmond im Steinbock und der spricht hier wirklich vom radikalen Loslassen und da ist einfach noch diese Mixed Energy, man weiß, es tut einem nicht gut, man weiß, man passt dazu auch nicht mehr, man weiß, das ist nicht, was man will, aber trotzdem ist da einfach, das sind alte Gefühle, die dürfen auch da sein, die dürfen angeguckt werden und die dürfen aber auch jetzt transformiert werden. Die sollten dich nicht mehr aufhalten und dich in eine nachdenkliche Position stecken. Stier. Loslassen, tralalalala, loslassen, ja. Du solltest loslassen, ja, lass los. Also loslassen ist immer auch ein Prozess, etwas gehen zu lassen. Vielleicht fällt es dir schwer, weil du dachtest, das ist mein innigster Wunsch gewesen. Oder ich habe gedacht, ich werde mit dieser Person alt. Oder ich habe gedacht, das ist mein Weg oder das ist meins. Aber habe keine Angst, etwas zu verlieren, was nicht deins ist. Und das habe ich auch in dem Video, zwei Videos vorher gepostet. Das ist ein, vielleicht wird es mit dir in Resonanz gehen. Es geht 9 Minuten, ein Orakel. Habe keine Angst, etwas loszulassen, was nicht deins ist. Ich spüre hier, die Energy wird dir bestimmt auch mit der Legung in Resonanz gehen. Das ist nur eine Kollektivlegung, nicht auf ein bestimmtes Sternzeichen gewesen. Ja? Die Überschrift ist die, die ich auch gerade genannt habe. Habe keine Angst, etwas loszulassen, was nicht deins ist. Ja. Ich spüre, dass es dich. Ja. Ich fühle gerade schon diesen Energieschwung-Shift in dir. Einatmen, ausatmen, aufatmen. Ja.
Engelfrequenz. Die Engel sind hier. Du bist in Sicherheit. Starke Verbindung. Du hast eine starke Verbindung zum spirituellen Reich, zu deinen Engeln. Und die wirst du mehr und mehr spüren. Du bist auf dem richtigen Weg. Das ist auch, was ich hier wahrnehme. Und vielleicht kann es auch sein, weil ich gerade so dieses Aufatmen und diese Erleichterung gespürt habe. Kann sein, dass deine Engel gerade richtig glücklich sind hier mit dir, weil du es endlich realisierst. Für meine Stierherzen. Oder sag ich mal, deine Spirit Guides, die dich auf deinem Weg unterstützen. Die Welt liegt dir offen. Ein Zyklus, der jetzt endet. Es ist eine neue Lebensphase, die jetzt hier bei dir beginnt. Ich sehe auch hier viel Bewegung. Kann sein, dass du demnächst auch auf Reise gehst. Aber allgemein spüre ich diese Karte hier. Öffne dich. Öffne dich für alle Möglichkeiten in deinem Leben. Schließe hier keine Möglichkeit aus. Die 10 kommt hier öfters auch bei dir durch in der Legung. 5, 5, 5, 10, 17, 17 und die 4, 4, 4. Vielleicht sind es Zahlen, die du öfters siehst. Und dann haben wir hier den Schlüssel. Neuanfänge, neue Richtungen, neue Abenteuer warten auf dich, ja? Wenn du bereit bist, die Vergangenheit arrivederci den Rücken zuzukehren und hier loszulassen. Wir haben hier Flowers. Sei großzügig, ja? Erfolg und emotionale Erfüllung sind deins. Das ist dir garantiert. Du wirst dafür noch belohnt, für diesen ganzen Prozess, den du gerade hier durchgehst und es kommt hier was wunderschönes auf dich zu. Okay, Stier. Stier, Stier, Stier. Was musst du jetzt noch wissen? Wir haben den Bernstein. Überlassen Sie es Gott. Atmen Sie tief ein und beim Ausatmen überlassen Sie es Gott, die Situation zu klären und eine Lösung zu finden. Gott, irgendwie habe ich gerade das komisch ausgesprochen. Genau, loslassen. Loslassen und in Gottes Hände legen, sozusagen. Wir haben hier auch noch den Bergkristall. Lassen Sie all Ihre Gefühle zu, die das gesamte Regenbogenspektrum ihrer Gefühle sendet ihnen wichtige Botschaften und bietet ihnen Orientierung. Und das habe ich auch vorher gesagt. Versuch nicht, deine Gefühle zu unterdrücken. Mal könntest du eine Zeit lang richtig glücklich sein und viel lachen und dann kommen in den nächsten 2 Stunden musst du auf einmal voll weinen und dann kommen Gefühle hoch. Lass es zu oder dann vermisst du etwas oder dann bereust du etwas. Geh durch diese Gefühle durch, ja? Wow, also sehr intensiv deine Legung, meine lieben Stierherzen. Wow, wow, wow. Ich beende hier deine Legung. Vielen lieben herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mit meiner Energy vibes, lass ein Abo da, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch einen Kommentar. Ich freue mich, von dir zu lesen und wir sehen, fühlen und hören uns das nächste Mal. Tschüss.